Und wir vertiefen das Thema mit Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur. Ich grüße dich. Guten Tag. Die Corona-Krise hat die Ausgangslage und Chancen der Kandidaten verändert. Laschet, Merz, Röttgen. Wem könnte das virtuelle Format am ehesten in die Karten spielen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich sagt man, dass Friedrich Merz von den dreien der stärkste Redner ist, der auch ganze Säle begeistern kann. Allerdings hat er die wichtigste Rede seines Lebens schon fast vor drei Jahren auf dem Parteitag nicht hinbekommen. Und alle drei haben jetzt schon dieses Teleformat geübt, haben also sich im stillen Kämmerlein in so eine Kamera geguckt, haben da ihre Rede einstudiert. Die wird auch deutlich kürzer sein, nämlich nur 15 Minuten. Und wie das bei den Leuten ankommt, weiß man noch nicht. Ja, es wird ja digital gewählt und entschieden. Ein Novum in der deutschen Parteiengeschichte. Das stimmt. Digitalparteitage waren bisher sehr schwierig. Die Grünen haben schon einen gemacht, allerdings ohne Abstimmung. Weil Abstimmungen sind nach unserem Parteiengesetz digital noch nicht zugelassen. Deshalb müssen die CDU-Delegierten, nachdem sie digital gewählt haben, auch noch einen Briefwahlzettel ausfüllen und an die Parteizentrale schicken. Und erst dann ist das Ergebnis auch tatsächlich amtlich richtig. Blicken wir auf den Kandidaten Armin Laschet. Er muss ja in der Corona-Krise das bevölkerungsreichste Bundesland regieren. Er könnte CDU-Chef werden. Was aber, wenn er nicht mal in die Stichwahl im zweiten Wahlgang kommt, steht für ihn seine ganze politische Karriere auf dem Spiel? Das glaube ich nicht, weil, sagen wir mal, Friedrich Merz gewinnt, dann würde Armin Laschet sicherlich stellvertretender Vorsitzender bleiben. Das ist er ja bis jetzt schon. Er ist außerdem Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und er ist ja auch Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und ich denke, Merz würde alle Ankerseile auswerfen, um ihn einzubinden und an Bord zu halten. Nehmen wir an, der CDU-Chef ist jetzt gewählt. Was bedeutet das für die Kanzlerkandidatur? Da hat ja die CSU noch ein Wörtchen mitzureden. Das stimmt. Normalerweise ist ja der CDU-Vorsitzende eigentlich der gesetzte Kanzlerkandidat. In diesem Fall aber nicht, weil nämlich der CSU-Vorsitzende Markus Söder im Moment viel bessere Umfragewerte hat als die drei Kandidaten. Also wird es nach der Wahl darum gehen, also nach der Wahl jetzt am Samstag, wer wird der Kanzlerkandidat? Und das können dann nicht die Delegierten entscheiden. Das macht der CDU-Vorsitzende und der CSU-Vorsitzende quasi unter sich aus. Aber es gibt noch nicht mal ein Naturgesetz, dass es einer der beiden werden muss. Theoretisch könnten sie sich auch auf einen Dritten einigen, zum Beispiel Jens Spahn. Ja, dann sprechen wir doch mal über Jens Spahn. Er will ja möglicherweise seinen Tandempartner hinter sich lassen und Kanzlerkandidat werden. Wie unbeliebt würde er sich damit dann aber in der Union machen? Und wie glaubwürdig ist das Duo dann noch? Naja, Jens Spahn wurde ja immer verdächtigt, dass er aus diesem Tandem mit Armin Laschet aussteigt. Er ist ja da der Co-Partner, die Nummer zwei. Das hat er nicht gemacht. Er ist in diesem Team geblieben. Er hat die Loyalität gehalten. Und das war immer nur ein Team, das um den Parteivorsitz kämpfte. Jetzt werden wir mal ein paar Wochen weiterschauen, wenn diese Frage geklärt wird der Spitzenkandidatur. Da ist schon der große Favorit der CDU-Vorsitzende oder der CSU-Vorsitzende. Und es wäre eigentlich nur denkbar, wenn der CDU-Vorsitzende ganz schwache Umfragewerte hat, dass man dann auf eine andere Lösung käme. Ja, Jens Spahn hat den Zustand der CDU ja als wenig schmeichelhaft beschrieben. Eine Zerrissenheit, Zitat, fast wie in der SPD. Wie würdest du denn den Zustand beschreiben? Ich glaube, da hat Spahn einen guten Punkt, weil die CDU war ja tatsächlich in der Mitte der Legislaturperiode wirklich in ganz schwere Wasser geraten. Da standen die Umfragen nur noch bei 25%. Da hatten sie eine unglückliche Parteivorsitzende mit Frau Kamm-Karrenbauer. Auch die Kanzlerin war nicht mehr so beliebt. Das hat sich alles in der Corona-Pandemie verändert. Die Parteipolitik hat eigentlich kaum mehr jemanden interessiert. Die Kanzlerin hat wieder sehr, sehr gute Zustimmungswerte. Und Spahn argumentiert, wenn die Corona-Krise einmal vorbei ist, dann ist das wie so eine Decke, die weggezogen wird und man fällt auf den alten Zustand zurück. Und ich persönlich denke, da ist was dran. Lass uns noch mal etwas mehr über die Pandemie sprechen. Die Kanzlerin drückt ja jetzt aufs Tempo. Der Bund-Länder-Gipfel findet schon am Dienstag statt. Nachschärfungen werden gefordert. Was genau ist gemeint? Da gibt es noch keine Entscheidungen.
Und es wird wieder argumentiert anhand der eigentlich alten Kampflinie, die wir jetzt schon seit Monaten kennen. Das Kanzleramt wünscht sich möglichst bundesweit einheitliche Lösungen. Und einige Ministerpräsidenten wünschen sich eher Lösungen nur für ihr Bundesland. Das liegt auch darin, dass wir ja Bundesländer haben, wo die Pandemie immer weiter und außer Kontrolle gerät. Denken Sie an Thüringen und Sachsen. Wir haben aber andererseits Bundesländer, wo der Lockdown schon erfolgreich ist. Da zum Beispiel das kleine Bremen. Wenn die noch ein bisschen weitermachen, können die tatsächlich diese 50er-Grenze erreichen. Und die Frage wird jetzt sein, ob sich Merkel durchsetzt und alle gemeinsame Lösungen machen oder ob wieder viele Speziallösungen gemacht werden. Inhaltlich liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch, die aber alle problematisch sind. Zum Beispiel wird darüber nachgedacht, den Fernverkehr einzuschränken, also etwa weniger Züge anzubieten zwischen den Städten. Das könnte natürlich den unbeabsichtigten Nachteil haben, dass in diesen weniger Zügen sich dann mehr Passagiere drängeln und damit hätte man ja ein Eigentor geschossen. Ähnliches gilt für den Nahverkehr. Wenn man den Nahverkehr einschränken würde, könnte auch in den verbliebenen Bussen es besonders eng werden. Deshalb denke ich persönlich, dass man noch mal einen großen Appell an die Leute machen wird, zu Hause bleiben, Reisen vermeiden und einfach so weniger Verkehr haben. Ja, Gedanken macht man sich ja eben im Kanzleramt offenbar auch darüber, ob nicht noch deutlich mehr Menschen von zu Hause, also im Homeoffice, arbeiten könnten. Bei den Grünen will man die Unternehmen dazu offenbar sogar verpflichten. Naja, die Grünen haben ja immer den Reflex, Dinge anzuordnen. Wenn man sich aber die Situation konkret anguckt, dann hat man ja schon sehr viele Betriebe, wo die Leute in Homeoffice sind. Was natürlich nicht geht in bestimmten Produktionsbetrieben, wo einfach in irgendwelchen Hallen gearbeitet werden muss. Ich denke, die Debatte könnte sich noch verschieben auf den öffentlichen Dienst, weil in einigen Bundesländern ist gerade der öffentliche Dienst, der in der Digitalisierung ja auch nicht so weit vorne ist, der Arbeitgeber, wo die Leute immer noch ankommen. Und da glaube ich, bevor der Staat ein Verbot macht oder eine Anordnung an die freie Wirtschaft, sollte er erstmal schauen, dass er da seine eigenen Bereiche in Ordnung bringt. Sagt Robin Alexander. Besten Dank für dieses Gespräch.